Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Es ist kaum zu glauben, aber es gibt in der Tat einen unterbewerteten Monatszahler. Ich rede von der SL Green Realty Corporation aus New York City. Das ist kein Neuling im Immobilienmarkt, es handelt sich um einen REIT, einen aus dem Sektor Bürogebäude. SLG ist der größte Vermieter von Büroflächen in New York City mit Schwerpunkt Manhattan. 88 Immobilien gehören dem Unternehmen ganz oder teilweise. Die vermietbare Bürofläche liegt bei 3,55 Millionen Quadratmetern. Damit erwirtschaftet man 900 Millionen Dollar Mieteinnahmen im Jahr, hat eine Marktkapitalisierung von über 5 Milliarden Dollar. In den zurückliegenden 18 Monaten ging es auch für SL Green natürlich hoch her. Es waren turbulente Zeiten mit Homeoffice und Lockdown in ganz New York. Trotzdem hat die Firma die Dividende nicht gekürzt. Im Gegenteil, seit März 2020 wird die Dividende jetzt monatlich gezahlt. Es gibt 3,64 Dollar im Jahr bzw. 0,3033 Dollar pro Monat. Und aufgrund eines erfolgreichen Immobilienverkaufs gab es im Januar sogar zusätzlich zur Monatsdividende noch eine Sonderdividende von knapp 1,70 Dollar, sodass man da 2 Dollar kassieren konnte. Die Sonderdividende gab es allerdings in Aktien von SL Green. Die Dividende wurde im Dezember 2020 auch ganz frisch angehoben um 2,8%. Durchschnittlich in den letzten 5 Jahren ging es mit der Dividende pro Jahr um 3,3% aufwärts und seit 11 Jahren steigert das Unternehmen ununterbrochen die Dividende Jahr für Jahr. Der größte Trumpf, nämlich die Konzentration auf New York City, ist natürlich auch das größte Risiko des Unternehmens und das hat man dort erkannt. Man hat sich also vom reinen Büromarkt jetzt auch anderen Immobiliennutzungsarten zugewandt. Beispielsweise wird aktuell am Broadway 185 ein neues Gebäude entwickelt und von den dort geplanten 209 Wohnungen sind 30% im Rahmen des Affordable New York Housing Programs gebaut worden. In Zusammenarbeit mit der Pace University beispielsweise entsteht aktuell ein Campus, auf dem es 424 Studentenwohnungen, Hörsäle, Bibliotheken und andere Universitätseinrichtungen geben wird. Aktuell liegt der Vermietungsstand bei ungefähr 94% der verfügbaren Flächen. Die Juli-Zahlen, unlängst vorgelegt, zeigen Rückgänge bei den Quadratmetermieten, sowohl bei den Anschluss- als auch bei den Neuvermietungen, allerdings nur im einstelligen Prozentbereich. Die Mieterlöse im zweiten Quartal fielen von 253 Millionen auf 218 Millionen, immer im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der operative Nettogewinn auf vergleichbarer Basis, also immer wenn man die gleichen Mietflächen betrachtet, fiel um 9,3% im Vergleich zum Vorjahr. Neue Mietverträge wurden durchschnittlich für 4,7 Jahre Dauer abgeschlossen. Im Durchschnitt gab es bei Neuvermietungen die ersten 2,4 Monate mietfrei. Hier haben sich die Zahlen allerdings verbessert, denn im ersten Kalenderquartal 2021 konnte man bei einer Neuvermietung noch fast 7 Monate mietfrei sein Büro beziehen. Die Nachfrage zieht also an. Der FastGraph liefert uns aktuell eine Gewinnrendite von 7,15% und eine Dividende von 5,05%. Das Wachstum bei den Adjusted Funds from Operation liegt bei 4,15% jährlich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Es ist naturgemäß natürlich recht unstet und das hängt eben davon ab, wann Immobilien entwickelt und in Betrieb genommen werden oder ob auch mal eine Immobilie ganz oder teilweise verkauft wird. Im Herbst 2020 beispielsweise wurde Vanderbilt One bezogen, ein großer neuer Wolkenkratzer, in dem SL Green jetzt auch sein Hauptquartier hat. Es werden immer wieder Beteiligungen verkauft, meistens auch profitabel und dann gibt es auch eine Sonderdividende. Das historische Kurs-AFFO-Verhältnis liegt bei 25,26 im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Aktuell beträgt es nur knapp 14. Der faire Wert der Aktie läge also auf dieser Basis bei rund 120 Dollar und das ist im Augenblick deutlich billiger zu haben.
Die zu erwartende Rendite, das zeigt also dieser Forecasting Calculator, könnte bis 2026 28% pro Jahr erreichen, falls die Aktie auf ihr normales Kurs-AFFO-Verhältnis von 25,26 wieder steigen würde. Kommt es allerdings nicht zu einer Neubewertung der Aktie und die Aktie verharrt bei ihrem aktuellen Kurs-AFFO-Verhältnis von rund 14, dann blieben von der Rendite nur noch 8,52% per annum übrig. Für ein pessimistisches Szenario ist das für mich immer noch eine ausreichende Sicherheitsmarge, aber das möge bitte jeder selbst entscheiden. Wer im Timing es drauf hatte, der konnte seit Oktober 2020 mit der Aktie rund 100% gewinnen, sowohl an Kursgewinnen als auch an Dividenden zusammengenommen. Inzwischen befindet sich die Aktie in einer Korrektur, die zu einer Einstiegsgelegenheit werden könnte. Es ist, das muss man ganz klar sagen, überhaupt kein Investment für schwache Nerven und auch nichts für kurzfristige Spekulanten. Wer in Immobilien investiert, der sollte eben einen langen Zeithorizont, wir reden also hier von mindestens 5 Jahren, mitbringen. Ich kann natürlich hier keinerlei Empfehlungen abgeben. Ich empfehle immer, eine eigene Analyse zu machen. Das hilft dann auch beim Aufpassen aufs liebe Geld. Dabei, wie immer, viel Erfolg, euer Nils Gajowi.